Eine Frage vorweg. Über wie viele Ecken sind wir mit allen Menschen auf dieser Welt bekannt? Statistisch gesehen natürlich. 4 Zahlen. 6,6 Ecken, 9,9 Ecken, 12,2 Ecken, 14,4 Ecken. Wer meint denn 6,6? Wer meint 9,9? 12,2? Und 14,4. Also wir sind über 6,6 Ecken miteinander bekannt. Mit jedem Menschen auf dieser Welt. Man kann das heute sogar ein Stück nachprüfen. Ja, wir sagten ja schon mal, man ist über 7 Ecken bekannt. Ja, diese Formulierung gibt es. Also es ist nicht ganz fremd, aber heute durch die sozialen Netzwerke kann man das tatsächlich wissenschaftlich belegen, dass es so eine Art kleine Weltphänomen gibt. Dass zu unseren engeren Bekannten eigentlich jeder auf dieser Welt gehört. In unserer Jahreslosung heißt es, du bist ein Gott, der mich sieht. Und wenn ich seinem Blick folge, dann fällt sein Blick eben auch auf die Menschen neben mir, auf die alten Bekannten. Was das zu bedeuten hat, darum geht es heute in diesem Gottesdienst. Schön, dass ihr da seid, schön, dass du da bist. Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Wir Christen erwarten unsere Hilfe von dem Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat, der die Treue hält und das Werk seiner Hände, nämlich uns alle, niemals aufgibt. Und Gott spricht durch den Propheten Micha: Es ist dir gesagt, Mensch, was der Herr von dir fordert. Nämlich Gottes Wort halten, Gemeinschaftssinn üben und achtsam mitgehen mit deinem Gott. Ich bete. Lieber Gott, diese Erde ist ein wahres Wunder, mit allem, was auf ihr ist, auch mit mir. Ich kann es gar nicht begreifen, selbst wenn ich es versuche. Unvorstellbar groß musst du sein. Du hast alles erschaffen und dennoch bist du ganz nah und hältst meine kleine Welt in deinen Händen. Es ist wunderbar, auf dieser Welt zu sein, als einer von Milliarden und dennoch einzigartig und besonders. Und es ist wunderbar, dass du nach mir fragst, dass meine Hilfe und mein Rat dir wichtig sind. Du beschützt diese Welt mit allem, was du hier hineingelegt hast. Hilf mir, dass ich nicht immer darauf schaue, was du für mich tun kannst, sondern erinnere mich daran, zu fragen,
was ich für dich tun kann und wie ich dir dienen kann, damit sich deine Güte, deine Barmherzigkeit und deine Liebe bis in den letzten Zipfel dieser Welt verbreitet, damit jeder daran teilhaben kann. So bitte ich dich, gib uns ein Wort für unser Herz und ein Herz für dein Wort. Amen. Leichter, reicher machst du mich, willst du mich, du mein Gott. Was ist gut, was ist gerecht, was ist lebendig und echt, lass es mich verstehen, was wirklich zählt. Gib mir dein Wort für mein Herz, das mich trifft und trägt auf meinem Weg. Klüger, weiser, leichter, reicher machst du mich, willst du mich, du mein Gott. Du bist noch, ehe ich bin, du wirst sein, wenn ich schon war. Alte Lebenslang zu mir, mein Gott, öffne mein Herz für dein Wort, öffne dein Wort für mein Herz, das mich reifen lässt und Leben lehrt. Klüger, weiser, leichter, reicher machst du mich, willst du mich, du mein Gott. Klüger, weiser, leichter, reicher machst du mich, willst du mich, du mein Gott. Wir lesen den Bibeltext aus 1. Mose 16 in der Übersetzung von Hoffnung für alle. Abram und Sarai konnten keine Kinder bekommen, da Sarai unfruchtbar war. Eines Tages schlug sie ihrem Mann vor: Du weißt, dass der Herr mir Kinder versagt hat. Aber nach den geltenden Gesetzen kannst du mir durch eine Sklavin Kinder schenken. Darum überlasse ich dir meine ägyptische Magd Hagar. Vielleicht werde ich durch sie doch noch Nachwuchs bekommen. Abraham war einverstanden und Sarai gab ihm die Ägypterin Hagar zur Nebenfrau, die ihr als Sklavin diente. Sie lebten damals schon eine ganze Zeit, 10 Jahre, im Land Kanaan. Abraham schlief mit Hagar und sie wurde schwanger. Als Hagar wusste, dass sie ein Kind bekam, sah sie auf ihre Herrin herab. Da beklagte Sarai sich bei Abram. Jetzt, wo Hagar weiß, dass sie schwanger ist, verachtet sie mich. Dabei war ich es, die sie dir überlassen hat. Du bist schuld, dass ich jetzt so gedemütigt werde. Der Herr soll entscheiden, wer von uns beiden recht hat. Da erwiderte Abram: Sie ist dein Eigentum. Ich lasse dir freie Hand. Mach mit ihr, was du willst. In der folgenden Zeit behandelte Sarai Hagar so schlecht, dass sie davonlief. Und der Engel des Herrn fand sie an der Wasserstelle in der Wüste auf dem Weg nach Schaur und fragte sie: Hagar, du Sklavin Sarai, woher kommst du und wohin willst du gehen? Und sie antwortete: Ich bin auf der Flucht vor meiner Herrin Sarai. Da sagte der Engel des Herrn zu ihr: Geh zurück, bleib ihre Sklavin und ordne dich ihr unter. Ich werde dir so viele Nachkommen schenken, dass man sie nicht mehr zählen kann. Du bist schwanger,
und du wirst einen Sohn bekommen. Nenne ihn Ismael. Gott hört, denn der Herr hat gehört, wie du gelitten hast. Da rief Hagar aus: Ich bin tatsächlich dem begegnet, der mich sieht. Darum nannte sie den Herrn, der mit ihr gesprochen hatte. Du bist der Gott, der mich sieht. Du bist ein Gott, der mich sieht, der mir Ansehen gibt und mich unendlich liebt. Du bist ein Gott, der mich hört, der mein Leben versteht und den Weg mit mir geht. In die Wüste geschickt, wo die Hoffnung erstickt, auch dort bist du mir nah. In der Seele verletzt und ins Abseits gesetzt, auch dann bist du für mich da. Du bist ein Gott, der mich sieht, der mir Ansehen gibt und mich unendlich liebt. Du bist ein Gott, der mich hört, der mein Leben versteht und den Weg mit mir geht. In Gedanken verrannt, alle Kräfte verbrannt, doch jetzt sprichst du zu mir. Die Erschöpfung, die Last, meine Schwäche, die Hast, all das lass ich bei dir hier. Du bist ein Gott, der mich sieht, der mir Ansehen gibt und mich unendlich liebt. Du bist ein Gott, der mich hört, der mein Leben versteht und den Weg mit mir geht. In den Stürmen der Zeit ist deine Hilfe nie weit. Du lässt dein Angesicht leuchten, auch am dunkelsten Ort weiß ich, du findest mich dort und du sprichst, ich bin da. In den kleinen Details seh ich dich und ich weiß, ich bin in deiner Hand. Meinem Mut hilfst du auf und schreibst Segen darauf, hast mich beim Namen genannt. Du bist ein Gott, der mich sieht, der mir Ansehen gibt und mich unendlich liebt. Du bist ein Gott, der mich hört, der mein Leben versteht und den Weg mit mir geht. Du bist ein Gott, der mich sieht, der mir Ansehen gibt und mich unendlich liebt. Du bist ein Gott, der mich hört, der mein Leben versteht und den Weg mit mir geht. Mein Name ist Abraham. Um es gleich zu sagen, ich bin kein Held, auch wenn ich mich aufgemacht habe. Sich nach 70 Jahren mal etwas zu wagen, macht einen nicht zu einem Helden. Außerdem konnte ich gar nicht anders. Gott selbst hat mir sein Versprechen in die Sterne geschrieben. Ich mache dir einen Namen. Ich schenke dir so viele Nachkommen wie Sterne am Himmel. Wie hätte ich da ruhig sitzen bleiben können? Natürlich habe ich mich aufgemacht. Und so wurde ich zum Verheißungsträger, zum Vater des Glaubens. Aber es dauerte nicht lang und mein Vertrauen und mein Glauben waren aufgebraucht. Ich verfiel wieder in alte Muster zurück. Eigentlich bin ich nämlich jemand, der alles gerne seinen gewohnten Gang gehen lässt. Auseinandersetzungen gehe ich aus dem Weg. Ich mag keinen Streit. Friedfertig, sagen die einen, feige die anderen. Ich frage mich eigentlich bis heute, wie Gott mich dazu gekriegt hat, aufzubrechen. Es passt eben nicht zu mir. Und doch war sein Ruf so laut, dass ich es eben einfach musste.
Manchmal frage ich mich außerdem, ob Gottes Geschichte mit mir nicht ein großes Missverständnis ist. In Situationen zum Beispiel, wie damals beim Pharao, als er meine Frau wollte, habe ich sie ihm einfach überlassen. Ich hatte nicht den Mut, mich zu Sarah zu stellen. So viel zum Thema Heldenstatus. Ich mag keinen Streit, ich gebe gerne nach. Ja, ich gebe zu, in manchen Situationen war das auch gar nicht so schlecht und das hat mir dann auch geholfen. Zum Beispiel damals, als ich mit meinem Neffen Lot Streit hatte. Woanders ist es auch schön, habe ich mir gesagt. Nimm du, was du haben willst und ich suche mir das aus, nimm das, was übrig bleibt, habe ich mir gedacht. So konnten wir den Streit beilegen und alles kam wieder ins Lot. In meiner eigenen Familie wurde es dann aber kompliziert. Anstatt Verantwortung zu übernehmen, habe ich Verstecken gespielt. Ja, ich habe mich vor dem versteckt, was ich hätte eigentlich tun müssen. Was zu Hause ansteht, das entscheidet Sarah, habe ich gesagt. Sie weiß schon, was sie tut, habe ich gedacht. Da mische ich mich gar nicht ein. So habe ich mich beruhigt. Und so habe ich das getan, was mir gesagt wurde. Ich habe ihren Ratschlag angenommen. Ja, ich habe mit Hagar geschlafen, um einen Sohn zu zeugen, um Gottes Verheißung nachzuhelfen. Dabei hätte ich es doch eigentlich besser wissen müssen. Ich hatte meinen Glauben verloren an Gott. Und Hagar, wie es ihr dabei gegangen ist, das habe ich mich nicht gefragt. Als die Frauen dann anfingen zu stritten, habe ich mich wieder rausgehalten. Typische Frauenprobleme, habe ich gedacht. Und dann, als Sarah zu mir kam und forderte, dass ich Stellung beziehe, habe ich mich mal wieder weggeduckt. Ich habe Hagar fallen gelassen, obwohl ich doch mit an dem Streit schuld war. Ich bin froh, dass die Bibel das nicht verschweigt, auch wenn es mir peinlich ist. Aber es gehört doch zu meinem Leben, zu meiner Geschichte und zu meiner Persönlichkeit dazu. Aber zum Glück war die Geschichte an der Stelle ja nicht vorbei. Denn Gott tat das, wozu ich nicht in der Lage war. Er tat das, was ich hätte tun müssen. Er schaute nicht weg. Er sah Hagars Not. Er stellte sich zu ihr. Er nannte sie beim Namen. Er sah sie. Er nannte Unrecht Unrecht und gab ihr ein Versprechen. Und mit diesem Versprechen verlorene Würde zurück. So half er ihr zurück in ihr Leben. Und so tat er das, wozu ich zu feige und zu bequem war. Hagars Geschichte wurde mir so zur Lehre. Und es war mir, als wenn ich sie sehe, war es mir so, als würde Gott zu mir sagen: Mit den Möglichkeiten, die du hast, gebe ich dir große Verantwortung. Nutze sie. Ich hatte meine Lektion gelernt. Als es Jahre später wieder zum Streit kam zwischen Sarah und Hagar, da habe ich mich dann nicht mehr weggeduckt, sondern Stellung bezogen. Aber das ist eine andere Geschichte. Glauben heißt Wissen, es tat. Hell wird es, wenn man es wagt, das alte Leben zu verlieren und neue Schritte zu riskieren. In Jesu Namen komm doch mit. Das alte Leben zu verlieren und neue Schritte zu riskieren. In Jesu Namen komm doch mit. Gott rollt den Stein von unserem Tod. Schon sehen wir das Morgenrot. Wer ihm gehört, sieht, dass es tagt. Ein neues Leben wird gewagt. Ein neues Leben wird gewagt. Glauben heißt Wissen, es tagt. Hell wird es, wenn man es wagt.
das alte Leben zu verlieren und neue Schritte zu riskieren. In Jesu Namen komm doch mit. Das alte Leben zu verlieren und neue Schritte zu riskieren. In Jesu Namen komm doch mit. Gott schenkt uns weiten Horizont. Durch seinen Geist, der in uns wohnt, komm doch heraus aus dem Versteck und nimm dein Leben Gott nicht weg, und nimm dein Leben Gott nicht weg. Glauben heißt Wissen, es tagt, hell wird es, wenn man es wagt, das alte Leben zu verlieren und neue Schritte zu riskieren. In Jesu Namen komm doch mit. Das alte Leben zu verlieren und neue Schritte zu riskieren. In Jesu Namen komm doch mit. Weil Jesus auferstanden ist, hält keine Macht der Welt uns fest. Ihm zu gehorchen, zu vertrauen und mit an Gottes Welt zu bauen. Mit an Gottes Welt zu bauen. Glauben heißt Wissen, es tagt, hell wird es, wenn man es wagt, das alte Leben zu verlieren und neue Schritte zu riskieren. In Jesu Namen komm doch mit. Das alte Leben zu verlieren und neue Schritte zu riskieren. In Jesu Namen komm doch mit. Du bist ein Gott, der mich sieht. Und Gott schaut mich an und weiter. Und er schaut auf unsere Bekannten. Und dabei schaut er ganz besonders auf die, denen es nicht gut geht, die Unrecht erleben. Die hat er ganz besonders im Blick. Sie haben für ihn eine Adresse und einen Namen. Not ist bei ihm nie anonym. Not ist immer mit Gesichtern verbunden. Und hier kann sicher diese Geschichte eine kleine Wegskizze geben, die uns helfen kann, dass wir, wie wir damit umgehen, wenn Menschen Unrecht erleben und wir das mitbekommen. Drei Dinge fallen mir an dieser Geschichte auf, worin sich Gott im Grunde unterscheidet von Abraham. Gott nimmt das Unrecht wahr. Damit beginnt es. Er schaut genau hin. Er lässt das an sich ran. Er verschließt nicht die Augen. Er sieht diese Frau. Wahrnehmen. Und das Zweite, er hört ihr zu. Er hört genau hin. Er hört die Not dieses Menschen. Und es ist gut, nicht nur die Not des anderen wahrzunehmen, überhaupt wahrzunehmen, wo sie geschieht, wo Ungerechtigkeit geschieht, sondern auch hinzuhören, zuzuhören und nicht zu sagen, ja, ich weiß schon. Oder gleich mit guten Ratschlägen zu kommen. Einfach hinhören. Die Not braucht eine Stimme. Die Ungerechtigkeit eine Stimme. Sie will gehört werden, bevor sie nach einer Antwort fragt. Und zum Dritten, er stärkt sie. Es ist nicht so, dass er Hagar alle Last abnimmt und sagt, du, ich regel das für dich. Sondern er stärkt sie in dem, was sie ist und was sie hat und was in ihr drinne ist. Und er gibt ihr dadurch Kraft, dass sie in diesem Unrechtssystem zunächst überleben kann. Und vorbereitet wird, wenn sie dann später als Frau irgendwo dort in Kanaan ihre Frau stehen muss mit ihrem Sohn.
drei Kleinigkeiten. Wahrnehmen, zuhören, stärken. Kleinigkeiten mit großer Wirkung. Aber es wäre sicher verkürzt, wenn wir sagen würden, damit ist diese Geschichte sozusagen in seiner Tiefe, in ihrer Tiefe erklärt und verstanden. Als ich weiter darüber nachdachte, da entdeckte ich plötzlich, was muss das denn für die Menschen damals, wie müssen die das gehört haben? Da ist ein Gott, der kümmert sich um eine Frau, wo Frauen doch damals eigentlich nichts galten. Um eine Sklavin? Wie verrückt ist das denn? Wie will man damit denn einen Staat machen? Sich als Gott sozusagen, als Gott zeigen, dass man sich um eine Frau, um eine Sklavin kümmert. Dann noch eine, die weggerannt ist, die ihren Job nicht macht. Und dann wurde das auch noch aufgeschrieben, weitererzählt. Und das ist ja nicht nur so eine kleine Episode, sondern das zieht sich ja durch. Es geht ja so weiter. Einige Generationen später ist es Gott, der sich um ein Volk voller Sklaven kümmert und sie herausführt aus Ägypten. Und dort spürt man dann, dass es noch weitergeht, dass es nicht nur darum geht, wahrzunehmen, zuzuhören und zu stärken, sondern auch Partei zu ergreifen, die Macht zu nutzen, die einem gegeben ist. So wird diese Geschichte, diese Befreiungsgeschichte aus der Sklaverei zu einer Urgeschichte des Glaubens. Und auch damit ist es ja nicht zu Ende. Es geht ja weiter. Und besonders deutlich wird es in den Büchern der Propheten, wo sehr deutlich gemacht wird, ihr, die ihr Macht habt, nutzt eure Macht, macht was, setzt euch ein. Ein Beispiel. Im Kapitel 5 des Amosbriefes heißt es, nehmt doch weg das Geplärr eurer Anbetungslieder. Ich kann eure Harfenspiele nicht mehr hören. Lasst Gerechtigkeit fließen wie das Wasser und das Recht wie den Bach, der nie versiegt. Und wer meint, dass das jetzt nur eine Geschichte ist, die es im Alten Testament gibt und die irgendwie so typisch Altes Testament ist, der sei daran erinnert, dass Jesus in der Bergpredigt diese Tradition wieder aufnimmt. In den Seligpreisungen. Dort sagt er, ich beglückwünsche die, die nach Gerechtigkeit dürsten und hungern, denn sie sollen satt werden. Das kann einen schon in Atem nehmen. Und dann steht plötzlich die Frage im Raum, welchen Weg gehe ich eigentlich? Bin ich ein Abraham? Ziehe ich mich elegant aus der Affäre? Sage ich, ich kann mich nicht um alles kümmern. Das ist nicht mein Job. Oder bin ich vielleicht doch eher wie Gott? Gehe ich dem nach? In der großen Weltgeschichte sind Christen beide Wege gegangen. Ja, es gab die, die sich weggeduckt haben, die gesagt haben, dafür sind andere zuständig. Auch bei der Sache mit der Sklaverei. Das müssen schon andere entscheiden. Das ist nicht unser Job. Oft konnten solche Sklavenverhältnisse nur aufrechterhalten werden, weil Christinnen und Christen, weil die Kirche diese Idee gestützt hat.
oder zumindest nichts dagegen gesagt hat. Aber es gibt auch die anderen. Die Quäker zum Beispiel, die Ende des 18. Jahrhunderts sich dafür eingesetzt haben, dass es Sklavenhandel nicht geben darf. Und die wesentlich durch ihren Einsatz dazu beigetragen haben, dass dann in Amerika schließlich die Sklaverei verboten wurde. Es gibt beides. Und die Frage, die wir uns stellen müssen, ist zu fragen, und wie reagieren wir? Als ich darüber nachdachte, fiel mir ein Satz von Willy Brandt ein. Wer Unrecht zulässt, stärkt es. Und was sollen wir tun? Du bist ein Gott, der mich sieht. Gott ist jemand, der mich sieht und die anderen. Vielleicht helfen da diese drei Akzente vom Anfang. Vielleicht geht es darum, zunächst einmal überhaupt wahrzunehmen, wo Unrecht geschieht. Wo ich das mitbekomme, wo ich irgendwo damit eingebunden bin. Vielleicht geht es darum, dann zuzuhören, denen, die schreien, eine Stimme zu geben, ihre Stimme zu hören, wahrzunehmen, was da passiert, zuzuhören, dem nachzugehen. Und dann sicher auch, sie zu stärken, gegen dieses Unrecht anzugehen und das zu tun, was wir selber tun können, also sozusagen die Kraft, die Gott in uns hineingelegt hat, zu nutzen, um unser Teil beizutragen. Wie kann das aussehen? Vielleicht fängt das an mit so viel ganz mit so Kleinigkeiten. Stichwort einkaufen. Da gehe ich einkaufen und dann sehe ich plötzlich ein Schnäppchen. Das ist cool. Etwas ist ganz preiswert angeboten. Aber dann denke ich nach. Und wenn ich ganz ehrlich bin, ist es zu billig. Und vielleicht ist es gut, einmal dann nachzuforschen,
warum das denn so preiswert sein kann, wer denn die Kosten zahlt, wenn ich sie nicht zahle. Und vielleicht werde ich dann entdecken, dass es sklavenähnliche Verhältnisse auch heute noch auf dieser Welt gibt. Dass die Hagars nicht ausgestorben sind. Und vielleicht kann es dann so sein, dass ich sage, dann kaufe ich das nicht. Oder ich kaufe etwas anderes, was teurer ist, was aber fair gehandelt ist, wenigstens halbwegs fair gehandelt. Vielleicht ist das ein Weg. Unser Markt ist gewissenlos. Er bietet alles an. Aber man kann ihn beeinflussen. Denn das Angebot ist immer ein Ergebnis der Nachfrage. Und wo ich anfange, bewusst und gezielt nachzuforschen und einzukaufen, wird sich auch der Markt verändern. Nur ein kleiner Schritt, nur eine kleine Sache. Aber eine Stelle, wo ich nicht weggucke. In Erinnerung bleibt mir immer wieder ein Gespräch, das ich letztes Jahr hatte, ein Telefongespräch mit jemandem. Wir sprachen über den Himmel. Ist bei meinem Job nicht so ganz fremd. Und dann erzählte er, ja weißt du, wenn ich in den Himmel komme, dann werde ich zu Gott gehen und die erste Frage, die ich ihm stellen werde, wird sein, warum Gott konntest du all das Leid auf dieser Welt zulassen? Und dann war es einen Moment still. Und dann fügte er leise hinzu, aber wenn ich ganz ehrlich bin, bin ich mir gar nicht so sicher, ob ich diese Frage stellen werde. Denn wenn ich sie stelle, dann muss ich ja damit rechnen, dass Gott eine Gegenfrage stellt. Nämlich, du Mensch, warum hast du so viel Leid zugelassen? Ich bete. Diese Geschichte rückt uns auf die Pelle. Sie macht uns unruhig. Und das ist gut so. Es ist gut, dass du uns immer wieder wachrüttelst. Uns daran erinnerst, dass du uns Verantwortung gegeben hast und dass du uns zutraust, dass wir etwas ändern können an unserem Ort. Hab Dank für dein Zutrauen. Hilf uns, wie Abraham zu lernen, neue Schritte zu wagen, immer wieder neue Schritte, das auszuprobieren, was du uns ins Herz gibst, wo du uns im Herzen berührst, wo eine Not uns nicht kalt lässt. So kommen wir jetzt auch an diesem Morgen zu dir und wollen hören, was du uns zu sagen hast und dir sagen, was uns auf dem Herzen liegt. Du bist hier. Und hörst uns zu. Danke. Wir sind eingeladen, in der Stille Gott das zu sagen, was uns auf dem Herzen liegt. Amen. Und gemeinsam wollen wir beten, wie wir seit Jesus und wegen Jesus beten dürfen.
Und ich bitte euch dazu, aufzustehen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und wir bleiben stehen. In dieser Woche haben wir einen lieben Menschen zu Grabe getragen. Elvira Graf von der Hochstraße 1 im Alter von 88 Jahren. Wir dachten über das Bibelwort nach, siehe die Lilien auf dem Felde. Wie wunderschön hat Gott sie gekleidet. Er kleidet auch euch. Ich bete. Wir bitten dich für Ida, Larissa und Valentina, dass du sie tröstest, wo sie jetzt Abschied nehmen mussten von ihrer Mutter. Du weißt, wie schmerzhaft das ist, wie weh das tut und wie hilflos wir sind, wenn ein lieber Mensch gehen muss. Dass sie spüren, dass du bei ihnen bist, dass du sie begleitest, dass du sie mit Trost kleidest, umkleidest. Sei du ihr nah. Und du kennst doch die unter uns, die einen lieben Menschen verloren haben gerade. Du weißt auch ihren Schmerz, den Schrecken, die Hilflosigkeit. Wir möchten dich bitten, dass sie spüren, dass du da bist. Und hilf ihnen, dass unser Trost ihr Herz erreicht. Empfangt den Segen Gottes. Jesus Christus spricht: Fürchtet euch nicht, denn siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende dieser Welt. Der Herr segne dich und er behüte dich. Er gebe dir die Gewissheit, dass er dich sieht. Er lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Er gebe dir herzliches Erbarmen für deine Menschengeschwister. Er lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Er gebe dir Vertrauen in deine Fähigkeiten. Es reicht, was du zu geben hast. Amen. Herzliche Einladung, wenn ihr gerne den Gottesdienst nochmal nachhören oder sehen möchtet. Ab heute Nachmittag wird er auf YouTube zu sehen sein. Da findet ihr auch die anderen beiden Gottesdienste, die zu diesem Thema gehalten wurden. Und außerdem vielleicht für die, die sagen, Mensch, ich möchte mich da nochmal weiter reindenken. Wir haben am 28. Februar und am 14. März 2021 schon mal zu diesem Thema Gottesdienste gehalten. Auch die findet ihr auf YouTube. Einfach mal reinschauen. Vielleicht ist das etwas, was euch gut tut, um dem einfach nochmal nachzugehen. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen ganz gesegneten Tag. Der Segen Gottes möge dich umarmen, egal wohin dich deine Wege führen. Die Liebe und sein göttliches Erbarmen sollst du bis in die Zehenspitzen spüren. Der Segen Gottes möge dich umarmen,
möge die Sonne dich wie ein Freund begleiten, wohin dein Weg auch immer führen mag. Möge die Sonne dir deine Seele weiten, in dieser Stunde, an jedem Regentag. Der Segen Gottes möge dich umarmen, egal wohin dich deine Wege führen. Die Liebe und sein göttliches Erbarmen sollst du bis in die Zehenspitzen spüren. Der Segen Gottes möge dich umarmen, möge der Wind dir deine Sanftheit zeigen, die Freiheit und die Unbekümmertheit. Möge der Wind dich immer vorwärts treiben und dich bewahren vor Kummer und vor Leid. Der Segen Gottes möge dich umarmen, egal wohin dich deine Wege führen. Die Liebe und sein göttliches Erbarmen sollst du bis in die Zehenspitzen spüren. Der Segen Gottes möge dich umarmen, möge der Regen dir deinen Sinn beleben, auf deinen Feldern soll die Frucht gedeihen. Möge der Regen, so wie Gottes Segen, alles zum Blühen bringen und dein Herz erfreuen. Der Segen Gottes möge dich umarmen, egal wohin dich deine Wege führen. Die Liebe und sein göttliches Erbarmen sollst du bis in die Zehenspitzen spüren. Der Segen Gottes möge dich umarmen, möge die Nacht dir ihre Ruhe spenden, dass du erwachst mit neuem Lebensmut. Möge die Nacht dir gute Träume senden und die Gewissheit, es wird alles gut. Der Segen Gottes möge dich umarmen, egal wohin dich deine Wege führen. Die Liebe und sein göttliches Erbarmen sollst du bis in die Zehenspitzen spüren. Der Segen Gottes möge dich umarmen. Thank you.